Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Sitchkos TechWorld. Mein Name ist Silvan und an allererster Stelle wollte ich mich einfach mal bei euch Supportern bedanken, die mich hier auch fleißig unterstützen, hier auch meine Videos anschauen natürlich und wie gesagt, dafür nochmal ein großes Danke für euch. Es ist auf jeden Fall heutzutage sehr schwer auf YouTube überhaupt irgendwie, sag ich mal, groß rauszukommen, das will ich aber auch gar nicht. Ich möchte euch einfach meine persönliche Meinung zu verschiedenen Produkten zeigen und das tue ich auch regelmäßig. Und hier habe ich zum Beispiel auch mal meinen Arbeitsplatz jetzt hier, wo ich dann meine Videos zuschneide und diesen wollte ich euch gerne ein bisschen zeigen. Denn dabei handelt es sich hier nicht um einen einfachen Schreibtisch, sondern wir haben hier, wie gesagt, einen elektrischen Schreibtisch, zwar vom Hersteller Haimimi. Wir haben hier einen Preis von ca. 180 bis 170 Euro. Momentan gibt es einen Coupon, da könnt ihr euch das gerne mal im Link unten in der Beschreibung näher anschauen, wenn euch der Tisch zusagt. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 1,20 Meter und in der Tiefe sind das hier 60 cm. Insgesamt ist die niedrigste Einstellung 70 cm mit Tischplatte und die höchste sind dann 1,18 Meter. Das ist auch perfekt, wenn man mal vom Sitzen Schmerzen hat, am Po und so weiter und von der schlechten Haltung auf dem Stuhl kann man auch mal stehen. Ich finde das immer diese Abwechslung wirklich super praktisch und dann fährt man einfach diesen Tisch hoch und kann dann auch im Stehen arbeiten. Ich finde wirklich super Sache. Die Montage ist auch sehr einfach. Ich habe circa 20 Minuten für alles gebraucht. Es ist alles dabei, alles schön bebildert, auch alle Einzelteile sind auch nummeriert und einzeln verpackt. Ihr könnt da also wirklich nichts falsch machen und ihr braucht euch wirklich nicht davor scheuen. Das ist sowas von easy zu installieren. Das ist außerdem mein erster elektrischer Tisch, den ich hier habe und ich habe wirklich damit keine Probleme gehabt. Wir haben auch eckige, also runde Ecken hier, wo man wirklich nicht sich anstoßen kann und eigentlich wehtun. Natürlich, wenn man da mit Kopf auch auf so eine runde Ecke knallt, kann das wehtun. Aber wie gesagt, es ist immer noch besser abgerundet als scharfe Ecken und Kanten. Das ist auf jeden Fall auch ein großer Vorteil. Wir haben hier auch zweierlei verschiedene Methoden, das Ganze hier aufzustellen. Einmal haben wir hier unten so Kunststoffplättchen. Die kann man dann nochmal in der Höhe einstellen, je nachdem, wenn der Boden nicht ganz gerade ist. Das könnt ihr hier machen. Und ihr bekommt aber auch vier Räder, die man unten installieren kann. Also wer gerne oder es so benötigt, seinen Tisch immer flexibel hin und her schieben muss, der kann diese hier unten anbringen. Die werden auch mitgeliefert, habe ich jetzt hier nicht im Video, um es euch zu zeigen. Aber wie gesagt, die sind auch hier mit im Lieferumfang mit dabei. Ansonsten auch alles Installationsmaterial, was ihr so braucht. Weiter haben wir hier am Tisch noch zwei solche Öffnungen auf der linken und auf der rechten Seite, wo ihr dann euer Kabelmanagement sozusagen hier einfach eure Kabel durchziehen könnt, das dann auf jeden Fall auf dem Tisch selber sauberer aussieht. Unten ist bei mir Chaos, aber wie gesagt, oben sieht es dafür besser aus, indem das Ganze hier durch diese Öffnungen hier durch die Tischplatte geführt wird. Weiter hat der Tisch auch zwei dieser Haken. Einmal habe ich den hier links und einen rechts aufgehängt, damit ich da zum Beispiel meine Kopfhörer oder andere Kabel, die ich gerade nicht benötige, einfach mal weglegen kann, die mich dann am Tisch sonst stören würden. Wie gesagt, das könnt ihr befestigen, wie ihr möchtet. Ich habe eins auf der linken und eins auf der rechten Seite drauf gemacht. So, das Bedienelement samt LCD-Display befindet sich dann auf der rechten Hälfte unseres Schreibtisches. Das Display ist ungefähr hier und dieses ist jetzt im Standby-Modus, somit auch nicht sichtbar, aber sobald ihr einen Knopf drückt, dann erscheint hier auch unser Display. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Anzahl 70, das heißt, dass wir hier eine Höhe von 70 cm mit Tischplatte haben. Und das kommt auf jeden Fall fast ganz genau hin. Auf den einen oder anderen Millimeter kommt es auch nicht so unbedingt drauf an. Es ist auch hier nach Bodenebenheit natürlich auch noch eine Frage. Und auch hier unten haben wir auch noch solche Stoppen, die man dann so einstellen kann, um hier alles auch unter Wasserwaage, sag ich mal, hier so richtig einzustellen. Das kann man machen. Und wir haben aber hier auch noch dann, wie gesagt, auch unsere einzelnen Bedienelemente. Hier einmal für rauf und runter, indem ihr da drauf drückt und drauf bleibt, könnt ihr den Tisch dann hier manuell so einstellen, wie ihr das möchtet.
und unter den Ziffern 1, 2, 3 und 4 könnt ihr sogar dank Memory-Funktion hier auch eure eingestellte Tischhöhe auch abspeichern, indem ihr dann zum Beispiel, ich gehe jetzt mal ein bisschen höher, sagen wir mal auf 80, und die speichere ich jetzt einfach mal hier auf der 3 ab. Ihr bleibt hier einige Sekunden drauf stehen und dann blinkt das Ganze hier und ist somit auf der Position 3 abgespeichert. Auf der 1 habe ich die 70 eingestellt. Jetzt, das ist meine Sitzposition auch gleichzeitig und auch gleichzeitig die niedrigste Position. Wir haben eine Gesamthöhe von insgesamt 1,18 Meter. Das ist dann mit Tischplatte die höchste Position, die ihr einstellen könnt. Und wie gesagt, ich zeige euch das mal jetzt hier unter der Nummer 3, dass wir das hier auf 80 abgespeichert haben. Und er sollte jetzt auch auf 80 wieder stehen bleiben. Ihr könnt das, wie gesagt, einmal auf euch einstellen oder auch auf weitere Personen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch resetten. Und ihr könnt das Ganze auch hier sozusagen sperren, indem ihr hier die 1 und die 3 gleichzeitig etwas länger hier drauf bleibt. Ne, das war die falsche. Moment, nochmal zurück. Das ist jetzt die falsche Einheit. Das sind unsere Zentimeter. Das waren vorhin die Inch. Und auf 1 und 2 müsst ihr draufbleiben. Dann könnt ihr das Ganze hier auch sperren. Das heißt, wenn jetzt irgendwer Besuch da ist oder Kinder, die an dem Schreibtisch herumspielen, können die euch eure Daten nicht verstellen und einfach Mist damit machen. Somit ist das Ganze hier gelockt. Um das wieder aufzumachen, einfach wieder auf der 1 und der 2 gleichzeitig draufbleiben, dann ist das Ganze auch wieder entsperrt. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze auch resetten. Ihr könnt auch hier, wie ich aus Versehen, mit der 1 und der 3 könnt ihr hier nochmal das Format ändern, statt Zentimeter auf Inch wechseln und wie gesagt, das Ganze resetten. Abspeichern, wie gesagt, auf einer der Zahlen für einige Sekunden draufbleiben, dann wird das hier ganz abgespeichert. Ich habe zum Beispiel auf der Position 2 1 Meter und 3 eingestellt und dann lassen wir den Tisch jetzt hier einfach mal hochfahren und wir gehen einfach mal so langsam hier mit. Schauen, ob der dann auch hier so stehen bleibt. So, 1, 3 haben wir jetzt hier. Wir können auch gerne nochmal nachmessen. So, ich hoffe, ihr könnt das hier sehen. Sind bei mir, wenn ich das nicht so gut halte, 103, genau, es sind 103. Vielleicht der ein oder andere Millimeter, wie gesagt, aber das ist jetzt nicht ausschlaggebend für mich. Und ihr habt gesehen, die Bedienung ist auf jeden Fall super einfach. Ich kann auch nochmal hier euch den Motor hier unten zeigen, deswegen fahren wir dann hier nochmal mit dem Stativ hier runter. Und dann seht ihr auch hier das ganze Kabelmanagement, sage ich mal, wie das hier unten aussieht. Wir haben hier einen 2 PS Motor laut Hersteller und ihr seht das Ganze hier mit diesem, ist das ein Achtkant, hier mit beiden Seiten so verbunden. Und das hebt dann hier dank Motor auch den ganzen Tisch nach oben. Und insgesamt ist auch der Tisch stabil. Auf der höchsten Position wackelt er etwas mehr, aber das ist nicht weiter schlimm. Wie gesagt, ihr tut ja nicht darauf rumtanzen, hoffe ich zumindest. Und es macht insgesamt auch einen stabilen Eindruck. Auch die Installation hier unseres Netzteils ist praktisch und auch Kabelmanagement kann man hier, wie gesagt, wir bekommen noch hier so Pads, wo man das Ganze dann auch aufkleben kann und dann sieht das Ganze auch relativ gut aufgeräumt aus. Hier, das hinten beachtet ihr gar nicht. Hier, das ist noch ein Chaos. Aber wie gesagt, das gehört dazu. Und so sieht das Ganze hier unten aus. So, das war's dann eigentlich auch schon vom Heimimi Schreibtisch, elektrischer Schreibtisch. Es gibt diesen auch in verschiedenen Größen und auch Farben. Ich werde es euch, wie gesagt, unten in der Beschreibung verlinken. Da könnt ihr euch das gerne nochmal angucken. Ich bin auf jeden Fall hier schon seit einem halben Jahr mit diesem Schreibtisch unterwegs und bin auch echt super zufrieden damit. Bis jetzt noch keine Aussetzer oder sonstiges und das Ganze läuft immer noch wie geschmiert rauf und runter. Der Motor macht seine Sachen gut und ja, ich bin auf jeden Fall echt super zufrieden für den Preis hier von ca. 170 Euro. Da kann man echt nicht viel falsch machen. Ja, ansonsten vielen Dank auch wie gesagt für euren Support. Ich hoffe, ihr supportet mich weiter. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat und ich würde mich auf jeden Fall, wer nicht dabei ist, über ein Abo sehr freuen. Ansonsten bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.